Hallo, mein Name ist Dominik Suslik und wir widmen uns heute dem Thema Schlafstörung. Alltag sieht häufig so aus, dass wir 8 oder mehr Stunden am Schreibtisch sitzen. Ne, Computerarbeit, telefonieren, Dinge aufschreiben, mit anderen Leuten viel besprechen. Das heißt, der Frontalkortex, der vordere Teil unseres Gehirns, der ist extrem gefordert. Der Kopf ist die ganze Zeit am Rattern. Wenn man den ganzen Tag über viel denken muss, hat man manchmal abends das Gefühl, der Kopf dröhnt. Man hat Kopfschmerzen, man kann nicht einschlafen, man ist noch nervös und unruhig, wenn man abends im Bett liegt. Das heißt, es fällt einem schwer, überhaupt in den Schlaf zu kommen. Der eine oder andere versucht es mit übermäßigem Essen und ertränkt sich förmlich in den Schlaf. Eine viel wichtigere und angenehmere Art und Weise, den Tag zu verarbeiten, um dann besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, ist es, sich die Funktion des Nervensystems bewusst zu machen. Der vordere Anteil des Gehirns, den wir im Grunde genommen 10 bis 12 Stunden tagtäglich fordern, führt dazu, dass wir in Gedanken sind. Und diese Gedanken hindern uns am Schlafen. Um diesen Teil zu überlagern und das Schlafen zu erleichtern, macht es Sinn, den hinteren Teil des Gehirns zu stimulieren. Das heißt, gezielte sensorische Reize zu setzen, einen Reiz im Bereich des Gleichgewichtssystems zu setzen und auch im Bereich des visuellen Systems. Das visuelle System sitzt im hinteren Teil des Gehirns. Auch das Thema Fühlen sitzt weiter hinten im sensorischen Kortex. Auch das Temperaturempfinden und das Thema Gleichgewicht können wir über eine gezielte Stimulation aktivieren und tragen somit dazu bei, dass der Teil des Gehirns, der uns daran hindert, dass wir einschlafen, weil wir total in Gedanken sind, entlastet wird und wir entspannt ein- und durchschlafen können. Das Ganze sieht so aus, stehen ruhig einmal auf. Wir haben dieses Bild, ein Vision Chart als Visualisierung mitgebracht. Im Alltag gucken wir meistens gerade. Das heißt, wir haben den Bildschirm, wir haben unser Handy, wir haben das Tablet, die ganze Zeit sind wir gerade fokussiert. Idee ist es jetzt, dass wir, wenn wir den hinteren Teil des Gehirns aktivieren wollen, dass wir verschiedene Positionen für die Augen wählen und dadurch die Augenmuskulatur dehnen und unseren vorderen Teil des Gehirns vorm Schlafengehen entlasten. Auf diesem Vision Stick sind verschiedene Buchstaben. Wir nehmen uns einfach den Vision Stick, fixieren einen der Buchstaben und anstatt geradeaus zu schauen, nehmen wir Grenzpositionen, sodass wir sie gerade noch erkennen können. Der Kopf bleibt dabei schön gerade, die Augen fix. Bei gleichmäßiger Atmung für circa 10 Sekunden oder 3 bis 4 Atemzüge halten. Tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Ne? Vorstellung ist, dass wir all diese Positionen abgehen. Ruhig einmal mittig oben, nach oben, genau. Ne? Das wäre jetzt hier. All diese Positionen einfach vorm Schlafengehen kurz abgehen. Da können wir eine Entlastung und Dehnung für die Augen erzeugen und lösen somit diese Verspannung und vor allen Dingen den Fokus auf dem vorderen Teil des Gehirns. Teil 2 ist es auch, das Gleichgewicht zu stimulieren. Dafür halten wir den Stick gerade und jetzt geht es darum, den Kopf in diese jeweiligen Positionen zu bringen. Das heißt, den Kopf zu rotieren und dabei aber mit dem Auge auf der Position zu sein. Langsam kontrolliert anfangen. Und wenn man es sich zutraut, wichtig bei gerade aufgerichteter Wirbelsäule, dann ruhig etwas zügiger, zack, und langsam wieder zurück. Zügig und langsam wieder zurück. Nach links, nach rechts, nach schräg oben. Die Augen bleiben drauf. Zack, und wieder zurück. Jawohl. Genau, prima. Na, so können wir dem Gleichgewichtssystem auch einen Teil des sensorischen Kortex einen Input geben und insgesamt dazu beitragen, dass wir leichter einschlafen und durchschlafen. Eine Steigerung hierzu ist es, sich das Chart an die Wand zu pinnen und dann leichte Achten zu gehen. Das heißt, wir fokussieren das Ganze ruhig einfach am Platz, so eine kleine Acht marschieren. Genau. Dabei drehen wir immer den Körper gegen den Kopf und die Augenposition, versuchen einen Punkt zu fixieren und haben somit auch nochmal einen Einfluss auf den hinteren Teil des Gehirns und ja, alles Dinge, die dazu beitragen können, dass wir besser ein- und durchschlafen. Gerne ausprobieren.